Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge City Skylines. Ja, unsere Stadt hat wieder so einige Probleme, könnte damit zusammenhängen, dass wir uns gerade an den Abriss des Kreisels machen, beziehungsweise dieses Staudomizil versuchen zu vernichten. Der Kreisel wird heute abgerissen und wir setzen was komplett Neues hin. Deswegen sind wir auch im Pausemodus und bleiben da auch mal fürs Erste drin. Denn danach haben wir noch vieles andere zu lösen. Das hier wird sich höchstwahrscheinlich dann alles auflösen, wenn wir die Straßensysteme aktiviert haben. Aber hier zum Beispiel fehlt Polizei, hier ist viel Verbrechen, hier muss was Größeres hin. Und ja, das hier ist auch noch eins der Probleme, die wir aktuell haben. Wo wir uns drum kümmern sollten, eventuell. Bedeutet, wir müssen mal gucken, wie wir das machen. Weil halt, wenn die wirklich nach da biegen sollen, sollten die irgendwie einen schnelleren Weg kriegen. Oder dass man sagt, okay, die fahren dann hier drüber. Und biegen dann nach hier ab und... ja. ja, ist jetzt auch wurscht. Die Überlegungen kommen jetzt erst. Jetzt geht es erstmal um unser Stauproblem Nummer 1. Der Kreisel hier. Ich weiß nicht, warum der so problematisch ist im Gegensatz zu dem hier. Hier ist ein größeres... Ich glaube, hier sind mehr Leute bevölkert als hier vorne. Trotzdem staut sich das hier immer zusammen. Sehr komische Sache. Außerdem brauchen wir eh bald hier unten noch unser Wissenschaftszentrum. Und die U-Bahn will ich komplett neu strukturieren, nachdem ich sie eventuell zerschossen habe. Also ich glaube nicht, dass die U-Bahn mittlerweile läuft. Ich glaube immer noch, dass die U-Bahn irgendwie hier mit den daneben laufenden Zügen so ein dezentes Problem hat. Aber jetzt labern wir nicht lange rum. Abriss in alter Manier. Erstmal der Übergang muss hier weg. Dann kommt die Autobahn weg. Oh, der Erdbebensensor. Den sollten wir vielleicht verschieben. Dann mal die ganzen Fußgängerzonen. Das war ja immerhin lange Zeit unser Wahrzeichen hier. Das war eines der ersten Teile, die wir gebaut haben. Und jetzt reißen wir es einfach ab. Eigentlich eine Unverschämtheit, wenn man so sieht, ne? Einfach abreißen. Die Wahrzeichen einer Stadt reißen wir einfach weg. So sind wir halt, ne? Erbarmungslos. So. Alter, die ganzen Autos. Hä, wo ist die Straße hin? So, die kann ich noch nicht abreißen, ne? Da stehen ein bisschen zu viele Gebäude. Obwohl, das ist jetzt eigentlich wurscht. Wir brauchen den Platz. Fertig, aus. So. Gehen wir da weg. Dich müssen wir jetzt verschieben. Du kriegst... Ort ist bereits belegt. Von was ist der Ort da belegt? So. Der Funkmast muss auch mal schnell hier aus der Gegend raus. Der kommt schnell hier hin. Und jetzt müssen wir... Und da habe ich, glaube ich, ja so dezent versagt. Wie geht denn das? Gelände abschrägen. Gelände einebnen. Ich glaube, das ging... Ich habe nicht irgendwie gleich den Modifikator so ein bisschen kaputt gemacht. Also er ist anders als sonst. Ich weiß bloß nicht genau, was ich gemacht habe. Ist das höher? Ich habe absolut keinen Plan, was ich hier gerade mache. Kletten. Wir ebnen jetzt mal hier das Gelände so ein bisschen ein. So. So, so, so. Okay, und jetzt hat... Ich würde gerne... Hier haben wir das Autobahnkreuz. Dieses Kreuz hier einbauen. Weil das wäre sehr effektiv. Ich glaube bloß nicht, dass das so gut funktioniert. Bedeutet, wir müssen es selber bauen. Weil ihr seht schon, der ist... Platz ist dezent beschränkt irgendwie. Also so würde es gehen, dann müsste ich halt hier komplett... Das würde sogar funktionieren. Also, der Übergang muss ja so oder so weg. Dann machen wir halt doch das Gebäude weg. Wenn ich die Gebäude auch mal schnell abreiße. Es geht ja eh darum, wir müssen den mittleren Platz hier so gut wie möglich ausnutzen. So. Alter.
Ich setze ihn jetzt mal hier hin. So. Wir brauchen jetzt hier noch. So. Und dann die Autobahn dreispurig. Aber natürlich. Ist das die dreispurige? Nee, das ist eine vierspurige. Wo ist denn die dreispurige? Normale. Wo ist denn die normale Hyopai-Autobahn jetzt schon wieder hin? Erkenne ich die jetzt wieder nicht zwischen den neuen Autobahnen oder was? Weil das ist ja eine von den Dreifach-Autobahnen. Weil jetzt kommt hier einfach so eine Verbindungsspur dann hin. Also die da werden wir mal so ein bisschen nach hinten verschieben fürs Erste. Kann ich die nicht einfach so zack anschließen? Wäre super. Okay. Ich hätte aber immer noch gerne die Autobahn. Ey, das ist Überforderung. Free Lane Highway. Und da kennst du ja eh dran, ob das jetzt eine deutsche Sprache gibt. Ah, das ist keine vier. Eins, zwei, dreispurig. Wo ist denn der original dreispurige Highway hin? Hä? So klar, ich kann jetzt den neuen Highway hinbauen. Hier, Free Lane Highway, zack. Machen wir doch ganz geschmeidig. Schaut aber auch irgendwie gleich aus, hä? Ups. Oder wir wollen jetzt auch wieder eine sechsspurige Straßenanschluss schnell nach da draußen. Und dann wieder in den Freelay Highway. Ort ist bereits belegt. Das macht jetzt unbedingt nicht einfacher. So, nochmal der Versuch. Dann machen wir das noch von vorne. Und zwar hier so. Indem ich erst hier den. Und dann tun wir das einfach anpassen, so wie wir es wollen. Zack. So. Das haben wir jetzt hier geregelt. Hier ist es geregelt. Jetzt müssen wir hier noch das regeln. Ah, da würde ich das genau gleich machen. Ich lösche das einmal. Gehe dann hier auch wieder auf eine dreispurige Führungslinie. Nur ein bisschen. Muss ja nicht lang sein. Und dann wieder auf die Autobahn. Und dann ziehen wir erst wieder hier so ein Tücken weg, damit wir den anschließen können. Und moven dann die wieder so, dass wir den da noch schön anschließen können. So. Dann haben wir hier jetzt und dann haben wir noch. Ah, genau, der normale Highway-Anschluss. Können wir nicht noch auf den Doppel-Highway oder sowas upgraden? Warte mal, wir können doch sicher hier draus. Mal ganz easy sowas dreispuriges machen. Perfekt. Dann einmal löschen. Dann bauen. Machen wir das mal ein bisschen anders als davor, weil ja klarerweise. Achso, ich bin noch im Baumodus. Upsala. So. Der muss ja mehr gebogen sein als der hier. So, okay. Alle Teile sind angeschlossen. Wir haben einen XXL-Kreisel jetzt mitten in der Stadt stehen, der noch geupgradet werden muss an dem bestimmten. Geupgradet, da können wir rausgehen, dankeschön. Aber halt dort, wo Lärmbelästigung stattfinden könnte, muss ich halt drum. Oh, scheiße. Muss ich halt ein bisschen drum gekümmert werden. Weil natürlich so eine Autobahn ganz schön laut in der Stadt werden kann. Und da kann es nicht gemacht werden, weil die Autobahn so niedrig ist. Ugh. Ekelhafte Scheiße. Naja. Wird schon hoffentlich funktionieren. Jetzt müssen wir noch schnell die Straßenteile definieren. Beziehungsweise die Richtungen.
in die die verschiedenen fahren dürfen. Und da geht es ja eh nur geradeaus. Und da ist Abbiegen komplett verboten. Leute, da geht es geradeaus, der geht geradeaus. Das müssen wir, glaube ich, aber auch nur jedes Mal beim Rausfahren machen. Also bei den Ausfahrten der verschiedenen Highways. Dass die nur gerade fahren können. Ansonsten, glaube ich, ist es relativ gut eingestellt. Und ich weiß nicht, warum die da nach links abbiegen wollen. Oder ist es da nach links als links definiert? Obwohl, wird kaum sein. Wo sollten sie denn sonst hinfahren? Werden wir eh gleich sehen. Okay, und da... Rapp. Lass mich doch machen. Was hast denn du? Okay, jetzt und... ups. Jetzt habe ich eine ausgeschaltet. So. Jetzt stimmt's. Da müssen wir mal schauen. Da tun wir eine Spur mal nach links abbiegen einfügen. So. Aktivieren wir mal das Autobahnkreuz. Heißt es bei denen jetzt echt abbiegen? Scheint so, wie es ausschaut. Aktivieren wir mal das so und machen das so hier. Bin mal gespannt, ob das jetzt einen Unterschied macht. Also der Kreisel funktioniert, wie es scheint, bis jetzt prima. Außer, dass wir hier vielleicht noch die Definition einer Kreuzung mit Vollgas-Drüberbrettern aktivieren sollten und die Fußgängerwege aus. Kein Fußgängerüberweg und durchbrettern. Kein Fußgängerweg und drüberbrettern. So. Und genau dasselbe natürlich hier. Kein Fußgängerweg und drüber brettern. Weil sich jetzt der Stau sich nicht so auswirkt. Außer, dass die alle natürlich auf die innere Spur wollen. Aha. Aber... Der Stau hat sich relativ flott aufgelöst. Muss ich schon lassen. Da waren wir echt gut. Das haben wir gut gemacht. Und ich entschuldige mich, wenn ich mich ein bisschen teilweise Gedanken... Das war jetzt gerade voll hier Gehirnjogging für mich. Aber Vorteil ist natürlich, wenn sie sich da drüben hinstellen, dass die Ausfahrt jederzeit frei bleibt. Aber hier stehen sie auch schon wieder. Warum? Weil hier Fußgänger drüber gehen oder was? Seitengänge dürfen sie drüber gehen, aber sonst nicht. Und weil hier schon wieder irgendwie die halbe Stadt steht. Warum steht ihr denn schon wieder, wo... die wollen alle auf die Autobahn. Problem ist, dass die Autobahn steht. Okay, dann müssen wir uns wohl in der nächsten Folge noch um die Autobahn kümmern. Schauen wir mal, was für Probleme wir bei der Autobahn lösen können. Vielleicht müssen wir mal wieder einen Umbau der Autobahn starten. Wer weiß es. Wir haben eigentlich ein sehr schönes Autobahnsystem. Sehr große, ausgebaute Straßen. Aber warum das nicht funktioniert? Ich weiß es nicht. Das sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao! Everything changes.